Guten Tag, mein Name ist Richard Bäumers von der Yara Fachberatung. In den letzten Tagen habe ich viele Anrufe zum Thema Mais erhalten. Der Mais wächst aufgrund der kühlen Temperaturen nur sehr schleppend. Hinzu kommt, dass die Phosphorverfügbarkeit im Boden aufgrund der kühlen Temperaturen nur sehr eingeschränkt ist. Hier empfiehlt es sich bei Beständen wie hier abgebildet, 5 Liter Yara Vita Mais mit den anstehenden Maßnahmen mitzunehmen. Yara Vita Mais ist ein phosphorbetonter Blattdünger, der über den Phosphoranteil den Energiehaushalt der Pflanze ankurbelt und somit auch das Wurzelwachstum. Zudem enthält Yara Vita Mais den Spurennährstoff Zink. Zink ist sehr wichtig fürs Längenwachstum der Pflanze und ist einer der bedeutendsten Spurennährstoffe im Maisanbau. Sollten Sie keinen Yara Vita Mais zur Verfügung haben, können Sie alternativ auch einen Yara Vita Combifos mitnehmen. Yara Vita Combifos enthält jedoch deutlich weniger Zink. Haben Sie Bestände wie hier auf dem Foto zu sehen, empfehle ich Ihnen zusätzlich 2 Liter Yara Vita Biotrack mitzunehmen. Yara Vita Biotrack enthält die Alge Ascophyllum nodosum. Diese wiederum versorgt die Pflanze mit vielen Antioxidantien, die der Pflanze helfen, den abiotischen Stress deutlich schneller abzubauen. Abiotischer Stress entsteht durch Kälteeinwirkung oder aber auch durch eine Herbizidanwendung. Hier ist es der Pflanze durch diese Antioxidantien geholfen, diese Verstoffwechselung der Herbizidanwendung deutlich besser zu verstoffwechseln und einfach diese ganze Phase vitaler durchzustehen. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Bis dahin, Ihr Richard Bäumers.